nächsten Jahre. Die Magda ist ja immer noch etwas aktiv, turnt unter anderem auch beim DTB-Pokal bzw. bei der DTB-Gala, die zum Jahresende immer durchgeführt wird. Und das ist schon so eine kleine Vorstufe von dem, was sie sich vorstellt, eine Tournee mit Gymnastinnen und vielleicht auch Turnern und Balletttänzern. Wir sind also im Finale mit dem Band Julia Raskina aus Weißrussland. Und vielleicht kann sie sich jetzt ja revanchieren für ihre knappe Niederlage mit dem Reifen. Entscheidender Fehler. Das passiert natürlich mit diesem Handgerät unglaublich schnell, dass sich das Band verheddert. Und jetzt aufgepasst. Das hat geklappt. Auch wenn Sie mal genau auf die Körperspannung achten, da gibt es dann doch auch wieder Unterschiede zu sehen zwischen der Julia und letztendlich dann der Jelena, die bis ins Extremste durchgestreckt ist, die natürlich auch aufgrund ihrer Größe wirkt. Julia Raskina weiß ob ihres Fehlers, ist aber dennoch zufrieden. Zwei Finalteilnahmen hier in Ludwigsburg, das kann sich durchaus sehen lassen. Warten nämlich auf das, was die letzte Turnerin hier im Forum in Ludwigsburg beim diesjährigen Ihr buntes Band wirkt natürlich vor diesem Hintergrund sehr schön, viel besser. Und das werden wir nun auch nochmal erleben bei der überragenden Gymnastin dieses Gymnastikmasters in Ludwigsburg.